Es muss schnell gehen. Ukrainische Sanitäter kümmern sich um verletzte Soldaten an der Front, versuchen im Schutz der Dunkelheit das nächste Krankenhaus zu erreichen. Russische Aufklärungsdrohnen sind ein großes Problem. Wir evakuieren kaum tagsüber, meistens nachts. Die Lage an der Front sei besser als in den vergangenen 3 Monaten, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Vormarsch der russischen Armee vorerst gestoppt. Die Truppen sind dabei, unsere Stellungen an der Front zu stabilisieren. Und das, obwohl der Nachschub von unseren Partnern nach wie vor sehr begrenzt ist. Experten sehen das anders. An der Front läuft es gerade schlecht für die Ukraine. Nur mit viel Mühe kann das Land sich gegen die andauernden russischen Angriffe verteidigen. Wir sind also nach wie vor in der 2. russischen Winteroffensive. Die Russen greifen unverändert intensiv entlang von 3 Hauptstoßrichtungen an. Und man geht davon aus, dass also die Russen auf dem jetzigen Niveau noch sicher 2, 3 Jahre quasi in der Lage sind, quasi diesen Krieg weiterzuführen. Ein großes Problem, die vom Westen versprochene Munition für die Ukraine lässt auf sich warten. Außerdem blockieren die Republikaner im US-Kongress seit Wochen weitere Mittel. Und Hilfe aus den USA könnte im Falle eines Wahlsiegs von Trump ganz versiegen. Bei einem Treffen in Florida von Ungarns Ministerpräsident Orbán und Ex-US-Präsident Trump betonte der erneut, er würde keinen Penny für die Ukraine ausgeben. Und weiter, wenn die USA nicht mehr zahlten, wäre der Krieg vorbei, denn die Europäer würden es alleine finanziell nicht schaffen.